kindergefährlich, wenn Harti Strache auf Gerhard Dörfler trifft. Harti Strache, was halten Sie, wie der Landeshauptmann, von Einreiseverboten? Von Einreiseverboten halte ich gar nichts, denn man sollte ein weltoffener Mensch sein. Und da hat jeder Platz, glaube ich, in jedem Bundesland. Wurde da der Landeshauptmann falsch zitiert? Na, ich wundere mich, mein Harti Strache, weil er will ja keine Türken in Wien haben. Jetzt weiß ich nicht, wie das Einreiseverbot zu verstehen ist. Das ist interessant, das ist der Heinzl zum Türken von Österreich erklärt worden. Was? Sie haben vorher die Türken angesprochen und haben also den Herrn Heinzl Einreiseverbot erteilt. Nein. Schau, der Strache wird wieder abschweifen. Ich bin gespannt, wer in Wien die Wahlen machen wird. Wir haben es in Kärnten jedenfalls gewonnen. Das unterscheidet uns zwei Jahre. Ich bin ein Wahlsieger, nicht Wahlverlierer. Also noch einmal, alle, die sich in Kärnten gut benehmen, sind in Kärnten herzlich willkommen. Nimmt er sich gut? Mein Gott, der ist Gast in Kärnten, zahlt hoffentlich seine Nächtigung und wird dann in Wien die Wahl verlieren, so gesehen. Gebe ich dir einen guten Rat. Geh nach Wien ein bisschen arbeiten. Das Schöne ist, dass ich gerne arbeite, dass ich in allen neuen Bundesländern arbeite, im Unterschied zu Ihnen. Ich habe ja auch eine bundespolitische Verantwortung. Naja, im Gegensatz, schau, Sie sagt er, vorher sagt er, du, vor Kamera ist er ganz steif. Also ich werde in Wien den Häupl wollen, weil er nicht so radikal ist wie der Strache. Wenn Sie eine Wahlempfehlung für den Häupl abgeben, da völlig falsch gelegen sind. Jetzt ist er schon wieder bei Sie, er führt sich schon vom Wahlergebnis. Noch einmal, lieber Herr Strache, wir sehen uns heute eigentlich das erste Mal wirklich. Ich kann dir nur den guten Rat geben, Menschen täuschen ist das eine, ich arbeite für Menschen. Das ist genau der wesentliche Unterschied. Die Strache Show durch Österreich zu ziehen und schöne Geschichten zu erzählen, ist zumindest in Kärnten nicht gut angekommen, weil sich die Kärntner Bevölkerung wirklich ein Bild macht, dass sie Showpolitik weniger mag und Arbeitspolitik sehr schätzt. Also ich sage immer, Hochmut kommt wirklich von dem wieder, es wird legendär. Also wie ein Mensch, der in ihrer Funktion und Position steht. Sie sagen gerade, wir sehen uns heute das erste Mal und dann sollen wir vorher bei du gewesen sein. Das wer zeigt hat ja, dass mich bei du angesprochen, der Herr C. Ich habe Sie als Landeshauptmann angesprochen. Nein, bei du hast du mich angesprochen. Und in Kärnten sind wir locker. Aber der Punkt ist der. Der Strache ist viel verkrampfter wie der Michi, das fällt mir auf. Dieser Hochmut, wie Sie heute da steht und wirklich den Eindruck vermittelt, einem Sozialdemokraten, das Wahlwort und die Wahlrede zu geben. Da sage ich mit Leidenschaft allen Wienern und Wienerinnen vor allem, besser ein guter, ehrlicher Sozialist wie ein Strache, der Dampfplauderer ist. Und wirklich eine Art hat, Politik zu machen, die nicht meine ist. Das unterscheidet uns zwei ja ganz besonders. Ich bin sozial, aber nicht sozialistisch. Der Herr Strache ist ein großer Dampfplauderer, der ein bisschen mit den Boteln um einen Wörthersee fährt und noch nichts geleistet hat. Das ist die Wahrheit. Na, also ich sag, Sie brauchen gar nicht mehr weiterreden. Aber das, was Sie jetzt zum Besten geben, zeigt ja wirklich ein tolles Bild auf. Es zeigt ein Bild auf, wie Sie mit anderen Menschen, die Sie das erste Mal sehen, umgehen. Und eine Qualifizierung treffen, wo Sie in der Art und Weise eigentlich sich selbst disqualifizieren. Aber ich nehme das zur Kenntnis, das ist in Ordnung. Sie sind ein Sir in Ihrem Sinn, Sie haben das auch schon gelebt, ja, wir haben ja die versteckte Kamera schon erlebt im ATV, das spricht offenbar für Sie. Wenn sich jemand verstellt und nicht authentisch ist, dann sind das Sie, bei aller Wertschätzung. Deswegen habe ich Wahlen gewonnen, das ist ja unglaublich. Aber der Partykönig Strache wird ja den Michi Häupl dann bei der nächsten Wahl herzlich gratulieren, so fair wird er ja sein. Ihnen ist offensichtlich entgangen, dass ich seit 2005 jede Wahl gewonnen habe. Ich finde es so beachtlich, wie wienfeindlich man sein kann, obwohl eigentlich der halbe See mit Wienern heute zum Glück auch bis ist und hier eine gute Tourismuswirtschaft auch entsteht. Und ich finde das so interessant, wie man in der Art und Weise nicht sein kann. Das ist wirklich, wirklich unangenehm. Also ich komme gern nach Kärnten, weil ich die Menschen mag, aber ich habe mich bei Ihnen als Mensch getäuscht, das sage ich ganz offen. Ja, wie man sich täuschen kann, erlebten auch wir. Mit dem Einreiseverbot war es nicht weit her, mit dem ewigen Groll auch nicht. Medienwirksam wurde dieser vermeintlichen Feindschaft ein Ende gesetzt. Dörfler kann es sich leisten, hat er doch jetzt eine neue.